Ja gut, einen schönen guten Abend nochmal. Und, schön, dass Sie immer noch da sind. Dass Sie sich noch nicht verloren haben. Ja, das Universum ist voll mit dunkler Materie. Und stellt uns vor ein großes Rätsel, oder wenn Sie Teilchenphysiker sind wie ich, dann stellt sich vor eine große Herausforderung. Die Frage ist, wie kann ich rausfinden, aus was dunkle Materie besteht? Wir wissen also, das haben Sie im Programm auch gesehen, es gibt diese dunkle Materie überall um uns rum. Konkret in sowas, also wir wissen, die Masse, die wir haben an dunkler Materie hier in diesem Raum, haben wir etwa so viel Masse, wie ein Proton schwer ist, also ein Wasserstoffkern schwer ist, in dem Volumen von Ihrem Daumen. Das ist nicht besonders viel, so ein Wasserstoffatom mehr oder weniger in Ihrem Daumen, das macht einen Braten auch nicht fett. Aber da dürfen Sie nicht verkennen, dass wir natürlich hier auf der Erde in einem sehr, sehr, sehr speziellen Ort im Universum sind. Allein wenn Sie schon 10 oder 100 Kilometer nicht nach Süden oder Osten fahren, sondern nach oben, dann sind Sie im Vakuum des Weltalls und dann tatsächlich macht dieses Wasserstoffatom pro Daumengröße doch wirklich einen großen Unterschied. Wie kann man sich dunkle Materie vorstellen? Wissen wir nicht. Was wir momentan machen in der Forschung ist, wir sagen, okay, wir fangen mal an mit den einfachsten Modellen, den einfachsten Vorstellungen, die wir uns ausdenken können und versuchen, diese einfachsten Vorstellungen zu überprüfen. Das ist die wissenschaftliche Methode. Fängt nicht gleich an mit was sehr kompliziert, man fängt immer erstmal mit einem sehr einfachen an. Und deshalb hören Sie mich häufig reden über das dunkle Materieteilchen oder ein dunkles Materieteilchen. Das muss aber sicherlich gar nicht der Fall sein. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es Dutzende, Hunderte, Tausende, weiß kein Mensch, verschiedene Teilchen der dunklen Materie gibt. Wenn man sich das klar macht, im Universum bestehen ja nur etwa 4-5% der Materie, der Energie im Universum bestehen aus Sachen, die wir kennen. Das Periodensystem der Elemente sind 4-5%. Und um dieses Periodensystem der Elemente zu erklären, naja, brauchen wir die Protonen, die Neutronen, also die Quarks, dann die Elektronen, die Myonen, die Taus, die Neutrinos, also die ganzen Kraftteilchen, das Higgs-Boson und haben Sie vielleicht alles schon gehört. Es ist wahnsinnig komplex, unsere Natur um uns herum. Und jetzt komme ich daher und sage, naja, es gibt 5-mal mehr Materie im Universum als das, was ich kenne. Es ist beinahe vermessen anzunehmen, dass das nur aus einem Teilchen besteht. Nichtsdestotrotz ist das momentan so der Status, auf dem wir sind. Wir wären ja schon froh, wenn wir dieses eine Teilchen finden können. Wenn sich da natürlich eine ganze Welt ergibt, die wir eines Tages vielleicht erforschen können, das wäre natürlich noch viel schöner. Ich habe hier noch ein paar Bilder. Was ich zunächst machen möchte, ich werde immer wieder gefragt, wie funktioniert jetzt eigentlich mein Experiment? Wie kann ich ein Experiment bauen, mit dem ich versuche, der dunklen Materie auf die Schliche zu kommen? Und dazu darf ich Sie erst nochmal entführen in den Gran Sasso. Wir haben hier, als wir das Programm gemacht haben, eine eigentlich sehr tolle Aufnahme gemacht, wie ich finde, eine Videoaufnahme. Es ist eine wahnsinnig schöne Berglandschaft zum Wandern, die Abruzzen. Kann ich sehr empfehlen. Wir haben also die Kamera aufgebaut und ja, eine Timelapse eben gemacht und diese Aufnahme vorne auf 1 Uhr ist ein kleiner Schäferhund, da müssen Sie aufpassen, wenn Sie in den Nationalpark wandern gehen und Sie kommen aus Versehen in eine Schafsherde, nicht gesund. Also ich wandere immer mit Pfefferspray gegen die Schäferhunde. Ja, dann haben wir das eben laufen lassen und waren eigentlich schon ganz glücklich, haben gesagt, wunderbar, das packen wir auf jeden Fall ins Programm rein. Und dann wurde es nur noch besser, weil dann ist ein Ungewitter aufgezogen. Die Aufnahme, die Sie hier sehen, die zieht sich in Echtzeit über vielleicht mehr als eine Stunde. Und ja, dann hat es angefangen zu blitzen. Michael, der hinten sitzt und die ganze Technik macht, den wurde da ein bisschen mulmig. Wenn man so vorne da so ein paar hundert Meter von einem den Blitz einschlagen sieht. Und trotzdem fanden wir es eigentlich super, weil das auch so ein toller Übergang ist von hell auf dunkel und unterm Strich muss man es aus dem Programm doch rausschmeißen. Das ist halt immer so die Sache, wenn wir das machen. Gut, sind wir im Gran Sasso, wollen wir uns das Untergrundlabor anschauen. Hier, das ist der Corno Grande, 3000 Meter, über 3000 Meter. Toller Wanderberg auch hier im Winter letzten Jahres. Und Sie fahren da also in dieses Untergrundlabor mit dem Autobahntunnel. Das ist wahnsinnig bequem für uns natürlich, wir können mit dem LKW reinfahren. Heißt für Sie aber auch, wenn Sie da mal im Urlaub sein sollten, schicken Sie mir eine E-Mail, können wir gucken, ob wir es Ihnen ermöglichen können, dass Sie sich das Untergrundlabor selber mal anschauen. Wir fahren also in diesem Autobahntunnel in dieses Untergrundlabor. Das Untergrundlabor selber wurde auch gebaut, als die Autobahntunnels gebaut wurden. Die Wissenschaft ist üblicherweise nicht so viel Geld da, dass man solche Tunnels nur für die Wissenschaft baut. Sie sehen, da gibt es so drei, also die von ganz links nach ganz rechts, die beiden
habe ich quasi. Ja, du sagst schon. Von ganz links nach ganz rechts sind die beiden Autobahntunnels. Und in der Mitte des Labors hat diese drei großen Hallen, ich zeigte gerade die eine, die zweite und die dritte, die sind nicht zufällig so ausgerichtet, die zeigen zum CERN. Andere Experimente, die dort untergebracht sind, die versuchen zum Beispiel Teilchen, konkret Neutrinos, die im CERN produziert werden, hier am Gran Sasso nachzuweisen. Für Klaustrophobische ist das eigentlich ganz angenehm, weil sie haben jede Menge Ausgänge. Also das Labor selber hat drei Ausgänge zum Autobahntunnel und die beiden Röhren sind auch alle paar hundert Meter durch Tunnels, Quertunnels miteinander verbunden. Das einzige Problem ist, wenn da jetzt mal wirklich was wäre, müssen sie 5 Kilometer, egal in welche Richtung, rennen. Das dauert ein bisschen. Ja, so sieht es im Labor aus. Also dieser Tunnel ist der Haupttunnel, da können Sie wirklich mit dem Laster reinfahren. Die großen Hallen natürlich abgetrennt ist da aus Feuergründen. Mit diesen großen Stahltoren, das ist ein bisschen wie ein James Bond-Film, wenn man da reinfährt oder sich das Labor selber anschaut. Das Experiment, an dem ich, wir haben zwei verschiedene Experimente, die ich Ihnen vorstelle. Das eine ist ein kleineres Experiment. Zu dem kommen Sie hier durch so einen kleinen Gang, das sehen Sie hinten rechts. Wenn Sie schauen, da steht so groß dran Xenon und diese Hütte, und in dieser Hütte hat es es glänzt. Wir wollen mal in diese Hütte reingehen und mal schauen, wie es da drin aussieht. So. Und was Sie sehen ist, so eine Eingangstüre hier mit der großen Türklinke, rechts kommen Sie rein. Und das hier ist also jetzt das eigentliche Experiment. Und jetzt sagen Sie, warum sind wir unter Tage? Das wurde im Programm ja auch erwähnt. Wir gehen unter Tage. Wir versuchen Teilchen der dunklen Materie nachzuweisen. Und das heißt, wir suchen ein bisschen die Stecknadel im sprichwörtlichen Heuhaufen. Stecknadel ist unser dunkles Materieteilchen und der Heuhaufen sind alle möglichen anderen Teilchen natürliche Radioaktivität, die um uns herum ständig mit uns wechselwirken. Radioaktivität ist was ganz Natürliches, gibt es überall und ein bisschen was davon tut uns auch gar nichts. Die meiste Radioaktivität hier in diesem im Oberschwaben oder sonst wo sie normalerweise sind, ist die sogenannte kosmische Höhenstrahlung, oder wenn Sie es ein bisschen mit den Teilchen haben, das sind Myonen aus der kosmischen Höhenstrahlung. Das ist die meiste Radioaktivität. Von der bleibt hier unter Tage nichts mehr übrig, die haben wir abgeschirmt. Aber jetzt sind wir natürlich 1 Kilometer tief im Berg, 5 Kilometer tief im Berg, 1 Kilometer tief unter Tage. Sie kennen das aus Ihrem Keller. Im Keller muss man gut lüften. Warum ist das? Was war im Keller? Warum muss man Keller immer gut lüften hier? Radon, vielen Dank. Ja, wegen dem Radon, das ist auch ein radioaktives Gas. Und natürlich jede Menge Radon hier drin. Das heißt, es reicht nicht nur unter Tage zu gehen, sondern wir müssen weiterhin versuchen, unser Experiment auch von anderen Arten der Radioaktivität abzuschirmen. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen und Sie kriegen eine Röntgenaufnahme, dann kriegen Sie da so eine Bleischürze an. Da werden Sie mit einem Millimeter oder so Blei von Röntgenstrahlen geschützt. Wir schützen unser Experiment nicht nur mit einem Millimeter aus Blei, sondern wir schützen es hier, das ist dieses graue Zeug hier, mit 20 cm Blei. Damit ist die ganze Radioaktivität, die hier in dem, zum Beispiel aus dem Felsen kommt, von Uran, Thorium, auch abgeschirmt. Ich habe ein Bild, wo wir den Detektor mal aufmachen. Da kann man das ein bisschen, das ist leider kein komplettes Bild, sondern ein normales Foto. Das hier waren diese 20 cm Blei, die haben Sie schon. Das reicht noch nicht. Wir packen nochmal 20 cm Plastik innen rein. Plastik ist dafür da, um die Neutronen zu moderieren. Also haben wir da keine Neutronen mehr. Dann sehen Sie hier so eine Dichtlippe. Die Dichtlippe, das sind ein bisschen jede Menge technische Details hier. Diese Dichtlippe ist dafür da, um das Radon rauszuhalten. Wir packen innen rein Stickstoff, Atmosphäre, den Überdruck, damit das Radon wegbleibt. Und dann sehen Sie hier so Kupfer wie so einem Schrein. Innerhalb von dem Plastik, wo so dieses Kupfer, wir hatten dieses Plastik montiert und haben festgestellt, verflixt, das Plastik, ich meine, das normale ist Plastik, das ist aber für unsere Verhältnisse immer noch ein bisschen radioaktiv. Mist. Dann haben wir eben Kupfer genommen. Das Kupfer ist die Abschirmung der Radioaktivität von der Radioaktivitätsabschirmung. Also die Abschirmung für die Abschirmung sozusagen. Ja, und dann sehen Sie nebendran den Detektor, der ist etwa 1 Meter hoch, 30, 40 cm im Durchmesser. Und da darf ich Ihnen ein bisschen technische Details geben, wie dieser Detektor funktioniert. Wenn Sie sagen, das interessiert Sie nicht, dann ist das in Ordnung. Der Michael macht die Musik ein bisschen lauter, können Sie sich die Musik anhören, ist auch in Ordnung. Aber für die Damen und Herren, die das interessiert, dann hier mal, wie baue ich einen dunkle Materie-Detektor? Wir fangen an, wir nehmen einen Topf. Das Topf hört sich nicht gut an, nennen wir es Kryostat.
und füllen da flüssiges Xenon rein. Hatte ich in der Pause eine Frage bekommen, warum flüssiges Xenon? Flüssiges Xenon hat eine ganze lange Reihe von sehr vorteilhaften Eigenschaften für uns. Eine dieser Eigenschaften ist, dass ich ja versuche, dunkle Materie einzufangen oder mit der dunklen Materie in Wechselwirkung zu treten. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich höher, wenn ich möglichst viel Zeug habe, mit dem die dunkle Materie in Wechselwirkung treten könnte. Das heißt, ich suche ein Material, das sehr dicht ist. Das dichteste Material, das wir haben, sind die Atomkerne selber. Das heißt, ich suche ein Material, das sehr schwere Atomkerne hat. Und da ist eben das Xenon, wenn Sie im Periodensystem der Elemente gucken, rechts unten, hat sehr große Atomkerne. Das ist ein sehr gutes Netz sozusagen, in dem wir versuchen, die dunkle Materie einzufangen. Xenon hat außerdem noch ein paar nette Eigenschaften. Wenn was nicht funktioniert, dann ist es flüssig, dann leert es einfach wieder aus, reparieren was und leert es wieder rein. Ist auch nicht so richtig teuer, das ist auch ganz gut. Und wir haben hier eben Kameras, die sind hier schematisch dargestellt. Wenn Sie Ihr Smartphone angucken, dann hat es, ich weiß nicht, ob es jetzt ein neues ist, 16 Millionen Pixel oder so. Unsere Kamera hat nicht 16 Millionen Pixel, unsere Kamera hat 200 Pixel. Also nicht 200 Millionen, sondern nur 200. Aber das Tolle an diesen Pixeln ist, jedes einzelne Pixel kann eben einzelne Photonen noch nachweisen. Das sind sogenannte Photomultiplier, mit denen wir das machen können. Und auch das ist eben dafür da, um selbst schwächste Signale der dunklen Materie noch einfangen zu können. Selbst wenn wir nur einzelne Photonen haben, können wir die nachweisen. Wie funktioniert das? Wenn wir, egal welches Teilchen kommt, und das wechselwirkt in dem Xenon, und das hat die Eigenschaft, kennt man auch von anderen Materialien, zum Beispiel Plexiglas, wenn das so ein Teilchen getroffen wird, das blitzt es auf, der Fachausdruck ist das szintilliert mit SZ, also tatsächlich mit einem S und dann einem Z, szintilliert. Und wir können also diesen Lichtblitz sehen, das ist nicht genug, wenn Teilchen wechselwirken, dann reiben die auch ein bisschen, es werden Elektronen frei, die Elektronen kommen in einem elektrischen Feld an die Flüssigkeitsoberfläche driften und oben dann mit einem stärkeren elektrischen Feld verstärken und kriegen ein zweites Signal, das uns anzeigt, wie viel Ladung da produziert wurde. Und das ist eine tolle Sache, weil mit diesem Detektor kann ich zum Beispiel aus der Zeitdifferenz der beiden Teilchen bestimmen, wie tief in meinem Detektor das Ereignis passiert ist, oder ich kann anhand einfach des Bildes feststellen, wo dieses Teilchen in meinem Detektor gestreut hat. Das sehen Sie auf dem nächsten Bild. Das ist tatsächlich so eine Aufnahme von unserem Detektor. Was Sie hier sehen, ist die Höhe im Detektor. Und ich habe vergessen, die Einheiten hinzuschreiben. Asche auf mein Haupt. Also hier oben ist der Flüssigkeitspegel. Hier unten haben wir bei minus 30 cm. Das ist der Detektor. Und dann haben wir hier abgetragen den Radius. Also hier sind Sie in der Mitte. Hier haben wir 15,3 cm Radius. Und was Sie eben sehen, ist, dass die meiste Radioaktivität, die dann doch noch übrig bleibt, sich am Rande des Detektors einfängt. Naja, das ist das, was ich gesagt habe, dass der Detektor ist ein sehr dichtes Netz, da bleiben Teilchen gut drin hängen. Und ich kann jetzt im Innersten von diesem Detektor, kann ich nach der dunklen Materie suchen, da habe ich nur noch sehr, sehr, sehr wenig Ereignisse. Um Ihnen ein bisschen eine Vorstellung zu geben, wenn wir diesen Detektor hier betreiben würden, die natürliche Radioaktivität würde da Zehntausende von Ereignissen in jeder Sekunde hervorrufen, können wir sicherlich nicht empfindlich nach dunkler Materie zu suchen. Dadurch, dass wir hier ins Untergrundlabor gegangen sind und diese ganzen Abschirmungen vorgenommen haben, haben wir diese Rate runtergedrückt von natürlicher Radioaktivität anderen Untergründen auf etwa ein Ereignis pro Sekunde. Und jetzt versuchen wir eben mit weiteren Kniffs, zum Beispiel so, dass wir sagen, wir gucken nur in die Mitte vom Detektor und nicht am Rand, dieses Ereignis von ein Ereignis pro Sekunde weiter runterzudrücken. Die Herausforderung besteht darin, dass wenn Sie sagen, okay, ich habe so ein Ereignis pro Sekunde, dann suchen wir, die meisten sind nur Untergrundereignisse, die interessieren mich gar nicht, die will ich wegschmeißen. Ich suche mit dem Detektor für ein ganzes Jahr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ob Sie Weihnachten oder Yom Kippur oder Ramadan haben, spielt keine Rolle. Das ist ein großer Vorteil, dass wir eine sehr internationale Kollaboration sind. Da können dann die Kollegen aus Israel übernehmen die Weihnachtsschicht und wir die Yom Kippur. Und die Herausforderung besteht jetzt also darin, wenn Sie ein Jahr lang die Daten genommen haben, es wird auch in einem internationalen Team gemacht von etwa 20, 25 Doktoranden und Postdocs, nach dem Ende von dem Jahr dieses eine Ereignis zu finden, das aufgrund der dunklen Materie hervorgerufen wurde. Ich habe da noch ein paar mehr Details, wie wir das machen. Die Energie spielt natürlich eine Rolle, wir suchen nach sehr kleinen Energien. Ich hab Sie vorgewarnt, das sind technische Details, aber das kommt gleich. Was ich Ihnen hier zeige, Sie haben mal geschaut, es spielt keine Rolle, was Sie auf der Achse tragen, es ist einfach die Energie der Teilchen, die eingetragen wird.
Was Sie sehen ist, wenn ich hier eine Neutronenquelle nehme, Neutronen streuen an den Atomkernen, das würde ich auch von der dunklen Materie erwarten, dann habe ich hier eine Kalibrationsmessung für, wie ich dunkle Materie erwarten würde. Jedes jeweilige Punkt ist ein Ereignis mit der Kalibrationsmessung. Und Sie sehen also, ich würde erwarten, dass die dunkle Materie entlang dieser roten Linie aufreibt. Dann kann ich auch noch eine andere Messung machen mit einer Untergrundquelle von einer Gammaquelle. Sie sehen also die radioaktiven Untergründe, die mich eigentlich nicht interessieren, die sammeln sich entlang der gelben Linie. Nachdem ich dann meinen Detektor so kalibriert habe, kann ich jetzt ein Jahr lang danach suchen. Und das ist alles, was hier übrig bleibt. Sie sehen, Sie kriegen ein paar Ereignisse, aber die sind alle entlang der gelben Linie. Wir haben kein Ereignis gefunden, das entlang der roten Linie oder sogar berundet ist. Das heißt, wir haben momentan noch keinen Hinweis auf die dunkle Materie finden können. Schade. Aber natürlich, sehr gern. Ja, die Frage war, jetzt mache ich ja tatsächlich eine Annahme, es ist eine sehr gute Frage, dass die dunkle Materie Teilchen sind, was Sie im Programm gesehen haben. Wir haben nur diese sehr großflächigen Annahmen, dass es könnte ja, wer sagt denn, dass die dunkle Materie Teilchen sind? Am Ende vom Tage ist die Antwort auf diese Frage immer, ja, Sie haben recht, es müssten nicht Teilchen sein. Aber ich sage Ihnen, warum eigentlich die gesamte Forschung darauf abzielt, nach Teilchen zu suchen. Das liegt an der Quantenmechanik. Alles, was wir in der Natur kennen, ist quantisiert. Die ganze Natur ist quantisiert, deshalb funktionieren Computer. Und damit ist die Annahme eigentlich sehr naheliegend, dass ich sage, naja, ich suche einfach nach den Quanten der dunklen Materie. Quanten ist ein anderes Wort für Teilchen. Also ich gebe Ihnen recht, es müsste nicht sein, wenn Sie irgendwie mit einem anderen, wenn Sie ein anderes Konzept haben, aber selbst wenn Sie sagen, Sie wollen dunkle Materie, es soll ein Feld sein, auch wenn Sie den Begriff wollen, naja, Felder sind in der ganzen Feldtheorie auch quantisiert, haben Sie auch Teilchen. Das haben wir beim Higgs jetzt vor 2 Jahren genau gesehen. Es gibt einerseits das Higgs-Feld, aber das hat eben auch Teilchen. Also es gibt momentan kein anderes alternatives Konzept, außer nach Teilchen zu suchen. Ja, sehr gute Frage. Ja, jetzt wenn wir nach gesucht haben und nichts gefunden haben, was machen wir dann? Weitersuchen. Ne? Warum auch nicht? Die eine Möglichkeit ist, dass ich diesen Detektor jetzt einfach 100 Jahre laufen lasse. Dann werde ich 100 Mal empfindlicher. So alt werde ich nicht. Wir haben deshalb Forschungsanträge geschrieben in unserem internationalen Team. Das ist ein Team mit etwa 120 Wissenschaftlern aus 16 Instituten, hauptsächlich in Amerika und der Europäischen Union. Israel ist auch mit dabei. Und haben die Gelder bekommen, um einen größeren Detektor zu bauen. Den haben Sie im Programm auch gesehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für Ihre Unterstützung von meinem Experiment. Durch Ihre Steuergelder sind Sie an diesem Experiment beteiligt, und zwar jeder von Ihnen etwa mit 2 Cent. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, was wir jetzt hier sehen, ist, wenn man das immer größer baut, irgendwann mal können wir nicht mehr... wenn wir das jetzt auch mit Blei und Plastik und Kupfer abschirmen würden, das würde zu kompliziert. Das heißt, wir nehmen einfach nur einen großen Edelstahltank und den füllen wir mit Wasser voll. Das ist hier gerade im Aufbau, als wir das Programm geschrieben haben, beziehungsweise diese Aufnahme gemacht haben, das war im August. Mittlerweile sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Wir werden mit diesem Experiment im Sommer diesen Jahres anfangen, den Kryostat, den Sie hier in der Bildmitte sehen, aufzufüllen. Dieser Kryostat, der ist jetzt etwa 1,5 Meter hoch und etwas mehr als 1 Meter im Durchmesser. Das ist also doch schon ganz ordentlich. Da passen jetzt, das alte Experiment hatte insgesamt etwa 50 Kilogramm an Xenon, das zur Suche der nach dunkler Materie, 60 Kilogramm, die zur Suche nach dunkler Materie zur Verfügung standen. Dieses Experiment wird rund 2 Tonnen Xenon zur Verfügung stellen. Darüber hinaus haben wir dann noch verschiedene Möglichkeiten, konnten wir den Untergrund, den radioaktiven Untergrund noch weiter drücken. Zum Beispiel ist es hier so, dass jede Schraube, jede Mutter, die an diesem Experiment ist, wird, bevor wir sie einbauen, auf ihre Radioaktivität hin untersucht. Also ich kann nicht einfach in den Baumarkt gehen, weil da ist das Risiko viel zu hoch, dass ich eine Edelstahlschraube verwische, die irgendwie in China oder in Russland aus einem alten Atom-U-Boot gewonnen wurde. Das stört Sie und mich für die Bastelarbeiten in der Garage überhaupt gar nicht. Aber für so ein Experiment hier ist es nicht tragbar. Das heißt, wir machen alle Schrauben selber aus Rohmaterial. Das ist also ein bisschen anspruchsvoll, aber gut, das klappt ganz gut. Ja, im Sommer wollen wir diesen Detektor in Betrieb nehmen und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, excited, wie man so schön sagt,
was denn damit rauskommt. Und das ist, weil wir damit ein Teilchen überprüfen können, ein Konzept, ein Modell überprüfen könnten, das, weiß ich nicht, ob ich Sie überzeugen kann, zumindest für mich sehr natürlich ist. Was wissen wir von der dunklen Materie? Wir wissen von der dunklen Materie, dass sie Masse hat. Ja, das ist die Gravitation, die sehen wir. Jetzt kann ich die Frage stellen, naja, wo kriegen Teilchen ihre Masse her? Teilchen kriegen ihre Masse hin. Wir sind das seit 2 Jahren. Vom Higgs, genau, vielen Dank. Das Higgs-Teilchen, das Higgs-Feld, ist das Feld, das Teilchen ihre Masse gibt. Jetzt kann ich eine Annahme machen. Das ist nichts weiter als das. Das ist eine Annahme. Ich kann sagen, naja, vielleicht habe ich ja Glück und die dunkle Materie bekommt ihre Masse auch vom Higgs. Muss nicht so sein. Es gibt natürlich auch andere Konzepte, aber es wäre mal ein Konzept, eine Überlegung. Das können wir beschreiben. Es wäre mal eine Überlegung und dann würden wir also sagen, okay, ich habe einerseits meine dunkle Materie-Teilchen, die sind ja üblicherweise mit Chi dargestellt, die fliegen so friedlich durch die Milchstraße und jetzt habe ich hier meinen Detektor mit meinem Xenon-Atomkern, das fliegt eben ja, auch durch die Milchstraße und ich weiß, dass wir mit dem Higgs in Wechselwirkung bzw. mit dem Higgs-Feld in Wechselwirkung treten können, deshalb haben wir sie ja entdeckt, sonst hätten wir es ja nicht entdecken können. Und wenn ich jetzt die Annahme mache, dass ich sage, naja, vielleicht kriegt die dunkle Materie ihre Masse ja auch vom Higgs, dann habe ich eine Brücke gebaut von unserer Welt in die Welt der dunklen, des dunklen Universums. Dann wäre das Higgs eine Brücke, mit der wir mit der dunklen Materie reden könnten. Muss nicht so sein, könnte aber so sein. Falls das tatsächlich der Fall wäre, ich kenne das Higgs, kann ich ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dann werden wir diese dunkle Materie-Teilchen innerhalb von wenigen Jahren, vielleicht 3, 4 Jahren, mit dem Detektor, den ich Ihnen gerade eben vorgestellt habe, tatsächlich entdecken. Also, soweit mich das betrifft, spannend, ausreichend spannend, um dran zu bleiben, um zu versuchen, hier der Sache auf die Schliche zu kommen. Ja, damit habe ich Ihnen eigentlich mein Experiment vorgestellt. Ich möchte Ihnen noch ein paar aktuelle Beispiele geben, was gerade jetzt in der Forschung passiert, was gerade diskutiert wird. Ein Haken dabei ist natürlich, das muss ich immer dazu sagen, weil häufig kriegen Sie Forschungsergebnisse ja erst mit, wenn man die Ergebnisse schon hat. Und dann weiß man schon, wie es geht. Das erzähle ich Ihnen hier nicht. Das haben wir im Programm Ihnen erzählt, die Sachen, die wir wissen. Was ich Ihnen hier konkret und ganz bewusst mal erzählen möchte, sind so ein paar Signale, die vielleicht von der dunklen Materie herrühren könnten. Oder eben vielleicht auch nicht. Ob Sie das tun oder nicht, werden wir lernen mit mehr Daten, mit besseren Experimenten. Innerhalb von kurzen Zeiten, 1, 2 Jahren, werden wir das wissen. Heute wissen wir es noch nicht. Was Sie hier sehen, ist eines dieser Beispiele, dieser aktuellen Forschungsgebiete, ist der Bullet-Haufen, den haben Sie im Programm gesehen. Also was hier passiert ist, eben, dass sich zwei Galaxienhaufen durchdrungen haben. Die meiste normale Materie, der Fachmann spricht von baryonischer Materie, das was man halt so kennt, ist in Rot dargestellt. Da gibt es noch ein paar Galaxien, das ist aber viel weniger, die sehen Sie weißlich und in Blau von Gravitationsdiensten, dort wo wir die dunkle Materie sehen. Der Bullet-Haufen war 2004, als er entdeckt wurde, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das war ein wahnsinnig wichtiges Modell, um ganz viele alternativen Hypothesen zu was denn die dunkle Materie sein könnte, auszuschließen. Konkret zum Beispiel, wenn Sie gesagt haben, es gab die alternativen Überlegungen, könnte es sein, dass wir einfach nur Schwerkraft nicht richtig verstehen. Dieses Bild widerlegt das ganz klar, es kann nicht an der Schwerkraft liegen. Wenn Sie, egal was Sie machen an der Schwerkraft, müssten Sie immer die meiste Schwerkraft dort sehen, wo die meiste Masse ist. Also Sie können als Funktion der Entfernung, das können Sie irgendwie dran drehen, aber Sie können nie erklären, wo diese Verschiebung stattfindet. Dazu brauchen Sie wirklich was, das sich verhält wie Materie. Ja, das war 2005. Mittlerweile haben wir mehr als ein Dutzend dieser Cluster entdeckt. Ich habe Ihnen hier ein paar Bilder mitgebracht. Wir entdecken jedes Jahr so viel, wie wir in den ganzen Jahren zuvor insgesamt kannten. Hier die Büchse der Pandora. Also auch wieder zwei Galaxienhaufen, die sich durchdrungen haben. Und an denen wir dann versuchen können, die dunkle Materie zu studieren. Abel 520. Hier der Baby-Bullet-Haufen. Da hat jemand keine Fantasie gehabt bei der Namensgebung. Aus offensichtlichen Gründen. Und hier der Musketball oder der Musketball-Cluster oder der Musketenballhaufen. Der Musketenballhaufen ist besonders, weil das der
Das älteste, die ältesten beiden Galaxienhaufen sind, die sich durchdrungen haben, ist das älteste Objekt, also das Objekt, bei dem das Durchdringen am längsten her ist. Und ich kann jetzt ja, was hier festgestellt wurde, ist, naja, also wir wissen, dass die Galaxien sich ja einfach nur durchdringen, ohne dass sie sich beeinflussen und deshalb nicht abgebremst werden. Die normale Materie wird abgebremst, die bleibt dahinter. Aber ich kann jetzt die Frage stellen, naja, sehe ich einen Unterschied in der Massenverteilung, die mir die Gravitationslinsen anzeigen, also das Blaue, also die aufgrund der dunklen Materie, ist das woanders sein Zentrum als die Galaxien? Ich kann die Frage stellen, wird die dunkle Materie im Vergleich zu den Galaxien in so einer Kollision von Galaxienhaufen vielleicht doch abgebremst? Da habe ich Ihnen die wissenschaftlichen Daten hier mitgebracht, da ist so eine Falschfarbendarstellung, aber so sieht es dann aus, wenn man es jetzt aus dem Paper holt. Was Sie sehen können, ist, nein, man würde hier bei diesem Cluster sagen, dass das Zentrum der Galaxien hier ist, mit so, naja, du bist nicht so ganz sicher, irgendwo in dieser Ellipse, während das Zentrum der dunklen Materie hier ist, oder, naja, irgendwo in dieser Ellipse, das ist nicht so genau sicher, das ist der Felderbalken hier. Was Sie also sehen, ist, dass sich die Galaxien, die fliegen in diese Richtung, dass sich die Galaxien seit der Kollision in diesem Beispiel schon weiter bewegt haben als die dunkle Materie. Und die große Frage ist jetzt, naja, heißt es, dass die dunkle Materie miteinander wechselwirkt und sich eben doch abbremst? Das wäre natürlich fantastisch. Ja? Da hätten wir eine Möglichkeit zu messen, wie stark die dunkle Materie sich gegenseitig abbremst und damit wie stark die dunkle Materie miteinander wechselwirkt. Das wäre toll für jemand wie mich, der dann versucht, Experimente zu bauen, weil damit weiß ich genau, wie wahrscheinlich es ist, dass die dunkle Materie mit meinem Experiment wechselwirken kann, wenn sich das bewahrheiten sollte. Es gibt da ein paar Fragezeichen an der Sache, ob man vielleicht irgendwie ein bisschen falsch gemessen hat, falsch geguckt hat. Diese Systeme sind sehr komplex, aber das ist gerade ein aktuelles Forschungsgebiet, das hier untersucht wird, wo man versucht, Eigenschaften, Teilcheneigenschaften, ja, Streuwahrscheinlichkeiten der dunklen Materie zu lernen. Ich habe Ihnen ein zweites Beispiel mitgebracht, aktueller Forschung. Das ist so eine Publikation von diesem Februar erst. Das hier ist ein Bild des Perseus-Galaxienhaufens, also auch hier wieder Galaxienhaufen einfach sind interessant zu untersuchen, weil sie sehr viel dunkle Materie enthalten. Was man da jetzt machen kann, ist, man kann in diesem Perseus laufen, den kann man sich anschauen im Röntgenlicht. Röntgenlicht, das wissen Sie jetzt auch schon, Röntgenlicht ist das, wo wir die meiste Materie sehen. Das ist die Aufnahme vom Chandra-Teleskop. So sieht der Perseus-Haufen im Röntgenlicht aus. Also man sieht da doch einiges an Struktur. Und was im Februar eine Gruppe um Ezra Bulbul gemacht hat, sie haben sich genau das Spektrum angeschaut, also die Farbe dieser Röntgenlinien. Es gibt die nette Geschichte, die Ezra hat dieses Paper dann auf dem Preprint-Server. In meinem Gebiet gibt es Publikationen, die waren alle typischerweise vor der Publikation schon öffentlich für jedermann zum Runterladen und jede Frau ins Internet gestellt, auf arxiv.org, wenn Sie genau wissen wollen, tagesaktuell, was gerade geht. Und die nette Geschichte ist also, dass die Ezra diese Publikation auf dem Archive-Server hochgeladen hat, um dann 3 Stunden später ins Krankenhaus zu fahren und ihre Tochter zu gebären. Gratulation, liebe Ezra. Sie hat sich also mit einer Gruppe sehr genau angeschaut im Perseus-Haufen, was ist das Spektrum dieser Röntgenquanten. Und naja, die Daten sehen halt aus, wie sie aussehen, so sehen sie aus. Ich darf Ihnen das aber kurz zeigen, was man jetzt hier sieht. Das hier ist das Spektrum. Sie sehen hier so Buckel, so Linien, Spektralien, Linien, sagt man. Man würde sagen, das hier ist eher bläulich, das hier ist eher rötlich. Und Spektralien kennt man aus den Atomen, die da irgendwelche Übergänge haben. Das kann man sehr gut verstehen und weiß, wie das funktioniert. Deshalb kann man das hier auch mit so einer Linie sehr gut fitten. Und Sie sehen, die Daten passen sehr gut in den Fit. Ups, außer hier. Bei 3,5 Kiloelektronenvolt an Energie passiert, also praktisch die Farbe, die Energie dieser Röntgenquanten, sehen wir einen Überschuss an Röntgenquanten, sehen wir mehr Signal, als wir eigentlich erwarten würden, aufgrund dessen, wie wir Atome und Atomübergänge und das Periodensystem der Elemente und Galaxienhaufen verstehen. Und die Frage ist, was erzeugt diese Spektrallinie? Wissen wir nicht. Ups, habe ich das schon wieder gesagt, das sage ich heute Abend eine ganze Menge, aber das ist eben die aktuelle Forschung. Es könnte sein, dass diese Spektrallinie von der dunklen Materie herrührt. Falls das der Fall wäre, dann müsste man das auch anderswo sehen. Hier sehen Sie zum Beispiel Daten von der Andromeda-Galaxie. Und wenn diese Linie tatsächlich von Vernichtungssignale der dunklen Materie wäre, dann müsste man auch in der Andromeda-Galaxie bei 3,5 KeV einen Überschuss sehen. Und tatsächlich, man sieht in der Andromeda-Galaxie hier in 31 einen Überschuss bei genau dieser Energie.
Also wahnsinnig spannend, dass mittlerweile dieses Signal ist von mehreren Gruppen bestätigt, von mehreren Satelliten nachgemessen, die mehreren Objekten, nicht nur den Perseushaufen und der Andromeda-Galaxie, sondern mehr als 30 Galaxienhaufen haben wir diese Linie zurzeit jetzt entdeckt, seit Februar. Und die große Frage ist, was verursacht diese Linien? Es gibt momentan keine klassische Erklärung, also die ohne dunkle Materie auskommen würde, wo man einfach sagen würde, ich verstehe vielleicht Atome nicht oder Galaxienhaufen nicht oder Galaxien nicht. Die einzige Erklärung, die es momentan gibt für diese Linie, ist tatsächlich, dass es eine Linie der dunklen Materie wäre. Ja, und so stehe ich jetzt hier und zeige Ihnen das und vielleicht habe ich Ihnen gerade eben die Spitze des Eisbergs gezeigt, den ersten Hinweis, dass wir der dunklen Materie schon auf der Schliche sind. Oder vielleicht in einem halben Jahr findet jemand irgendeinen systematischen Effekt und das hat auch mit der dunklen Materie gar nichts zu tun. Aber das wird die Zukunft zeigen müssen. Insbesondere gibt es hier große Hoffnungen. Die Japaner haben den Satelliten am Start im Frühjahr, den Astro-H-Satelliten. Der hat so eine tolle Energieauflösung, damit könnten wir unterscheiden, ob es eine schmale Linie von der dunklen Materie ist oder eine breite Linie aufgrund von Spektrallinien. Ja, wollen wir sehen müssen. Ich habe Ihnen noch ein weiteres Beispiel aus der aktuellen Forschung. Das kennen Sie schon aus dem Programm, das ist die Internationale Raumstation. Bei der Programmproduktion haben wir sehr großes Glück, dass die NASA uns mit einem, auch da hatte ich eine Frage in der Pause, das Programm ist komplett selber produziert, ist alles selber gemacht. Das Einzige, was nicht selber gemacht ist, das sehen Sie hier, ist, dieses Bild ist auch selber gerechnet, nur die NASA hat uns ein Modell, also ein virtuelles Computer-CAD-Modell von der Internationalen Raumstation zur Verfügung gestellt. Aber die Programme, die Sie hier bei uns sehen, sind alle in Made in Laubheim. Ja, auf der Internationalen Raumstation gibt es hier diesen AMS-Detektor, den Alpha-Microwave-Spektrometer. Und der hat unter anderem, da haben Sie im Programm auch mitgehört, der hat unter anderem nach Positronen gesucht. Was sind jetzt Positronen? Muss ich ein bisschen ausholen. Positronen sind Antiteilchen. Es gibt Antiteilchen, das ist eigentlich schon 100 Jahre alte Physik. Tatsächlich hat jedes Krankenhaus eine Antiteilchenmaschine. Vor 100 Jahren waren Antiteilchen noch ein bisschen ein Gespinst, wo jeder gesagt hat, meine Güte, wozu sind die gut? Die sind wahnsinnig teuer zum Herstellen und dann kann ich sie nicht festhalten, weil sobald die irgendwo dagegen knallen, vernichten die sich in dem Lichtblitz. Wozu ist denn Antimaterie gut, um Gottes Willen? Heute, wenn Sie ins Krankenhaus gehen und in der Strahlentherapie einen PET-Scanner, PET-Scanner haben, das ist dann Positronen-Elektronentomographie, Positronen-Antielektronen. Das sind Antiteilchenmaschinen, die hier zum Wohle der Menschheit mittlerweile eingesetzt werden. Das Tolle an diesen Antiteilchen, warum sind die interessant für die dunkle Materie und nicht nur fürs Krankenhaus? Die sind interessant, weil Antiteilchen, die gibt es eben normalerweise nicht. Die vernichten sich ja sofort. Das heißt, ich habe hier, wenn ich auf der Suche bin nach der Stecknadel im Heuhaufen, einen sehr kleinen Heuhaufen, weil eben die Natur sehr wenig Antimaterie hat. Nutzen wir im PET-Scanner, nutzen wir auch hier mit dem AMS-Detektor. Wir suchen nach Positronen aus dem Weltall, die vielleicht in Vernichtungskollisionen von dunkler Materie entstanden wären. Ah, ja, noch ein paar Bilder. Und wiederum, der AMS-Detektor sieht jetzt eben ein Spektrum aus diesen Positronen. Wenn Sie das sehen, die Daten, die ich Ihnen zeige, sind von Mai diesen Jahres. Die Pressemitteilung war von den Leuten an der Kollaboration selber geschrieben, die war ziemlich enthusiastisch. Ich teile diesen Enthusiasmus nicht so ganz. Was Sie eben sehen, ist wiederum als Funktion der Energie. Und hier zum Vergleich, ein Proton, also Wasserstoffkern, ist 1 GeV schwer. Also hier haben wir so viel Energie wie ein Wasserstoffkern, hier haben wir einen Sauerstoffkern, hier haben wir, was ist das, 100, das ist ein Urankern ist hier. Und was Sie eben sehen, ist, dass das Energiespektrum der Positronen, beziehungsweise konkret Positronen über Summe der Elektronen und Positronen, dass das abfällt, das ist das, was man erwarten würde. Und jetzt ist aber hops, passiert was doch ganz interessant ist, dass plötzlich bei höheren Energien sehen wir immer mehr Positronen, mehr und mehr und mehr Positronen. Und die Frage ist, was im Weltall generiert diese ganzen Positronen? Wo kommen die alle her? Antimaterie? Sollte es eigentlich bei hohen Energien nicht so viel geben, es würde eigentlich erwarten, dass es abfällt. Ja, und da gibt es im Wesentlichen zwei Erklärungen dafür. Die eine Erklärung ist, dass man sagt, na, es könnte dunkle Materie sein, die hier diese Positronen erzeugt. Oder aber, das sehen Sie hier am Bild,
Es gibt auch tatsächlich astrophysikalische Prozesse, die es ebenfalls erklären könnten. Hier die Elektronen könnten erklärt werden von SNR, Supernova Remnants, also Übrigbleibsel von Supernovas. Die könnten das auch ganz gut erklären. Und die Positronen insbesondere könnte ich von PWN, Pulsar Wind Nebula, also Pulsar Wind, wie heißt das auf Deutsch? Nee. Pulsar Windnebel, heißt das so? Pulsar Windnebel erklärt werden. Aber das Spannende an der Sache ist, naja, es könnte eben auch die dunkle Materie sein, da würden Sie auch so eine Linie erwarten. Wie Sie die beiden alternativen Erklärungsansätze, also hier im Sinne von klassischer Astrophysik, also Supernovas und Pulsare, also Neutronensterne, diese Erklärung zu unterscheiden von der dunklen Materie, dazu müssen wir hier weitermessen, müssen hier schauen, wie Sie sehen, die Vorhersage ist klar, wie dieses Spektrum wieder abfallen muss. Und die Frage ist also, fällt dieses Spektrum tatsächlich so stark ab, wie man das hier erwarten würde, oder bleibt es hoch? So lassen wir, können wir so unterscheiden, ob es die dunkle Materie ist oder nicht. Der AMS-Detektor wird weiter messen und bei so hohen Energien ist das in den Flüsse sehr klein, also müssen sehr lange messen, das wird 5 oder 10 Jahre dauern. Aber dann werden wir auch bei diesen hohen Energien wissen, wie das Spektrum abfällt, ob wir hier vielleicht schon das erste Signal der dunklen Materie haben oder eben doch nur ganz profaner Astrophysik aufgesetzt sind. Ich habe hier noch ein letztes Beispiel mitgebracht, das zurzeit diskutiert wird, wo wir vielleicht schon die dunkle Materie gefunden haben oder vielleicht auch noch nicht. Das hier ist der Fermi-Satellit, der von der NASA hochgeschossen wurde. Der sucht nach Gammastrahlen, also sehr hochenergetischen Lichtteilchen, noch viel höher energetischer als Röntgenlicht. Und der hat, mit dem wird, da hatte ich eine Frage in der Pause auch, verstehen wir denn diese Gammastrahlenblitze? Ja, wir verstehen diese Gammastrahlenblitze, da gibt es eine nette Geschichte. Wenn ich da auf die Frage in der Pause kurz eingehen darf, in den 50er Jahren, 60er Jahren, Kalter Krieg, gab es diese Atomkernwaffentests, Sperrverträge und die Amerikaner haben, um zu gucken, dass die Russen auch tatsächlich diesen Sperrvertrag einhalten, einen Satelliten ins Weltall geschossen, der nach Gammastrahlen sucht. Gammastrahlen entstehen bei einer Atombombenexplosion. Und tatsächlich, es war natürlich strengste Geheimhaltung, ist klar, und tatsächlich hat dieser Satellit aber jede Menge Gammastrahlenblitze gesehen. Und es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis sie dann tatsächlich festgestellt haben, Moment mal, die Gammastrahlen, die kommen ja gar nicht von der Erde, die kommen aus dem Weltall. Und so hat man also Gammastrahlenblitze, Gamma-Ray Bursts, entdeckt. Die waren lange Zeit erstmal noch unter Verschluss gehalten, ja, weil das durften ja die Russen nicht wissen, dass man die Technologie hat. Als man das dann doch irgendwann mal freigelassen hat, hat es dann 20, 30 Jahre gedauert, bis wir die heute verstehen als wahnsinnig große, supermassive schwarze Löcher, die hier solche höchst energetischen Prozesse erzeugen können. Also um die Frage aus der Pause zu beantworten, ja, wir verstehen Gammastrahlenblitze sehr gut. Das ist auch nicht zuletzt aufgrund von diesem Satelliten hier der Fall, dem Fermi-Satelliten, der eben genau nach solchen Gammastrahlenblitzen auch sucht. In den Daten von diesem Detektor haben jetzt ein paar, die an dem Experiment eigentlich gar nicht mitarbeiten, mal gesagt, ich schaue mir doch mal mit diesem Gammastrahlendetektor die Milchstraße an. Und hier zum Größenvergleich habe ich Ihnen das aufgezeigt. So sieht die Milchstraße am Südsternhimmel aus und das Zentrum der Milchstraße ist also gleich hier in der Ecke. Aber Sie sehen ein bisschen den Größenvergleich und was Sie gesehen haben ist, dass tatsächlich aus dem Zentrum der Milchstraße sehen Sie hier in Gelb ein Überschuss an Gammastrahlen vorhanden war, den man aufgrund von bekannten astrophysikalischen Prozessen nicht erklären konnte. Ja, und da haben die Leute dann gesagt, naja, meine Güte, das ist halt das Zentrum der Milchstraße, das verstehen wir nicht so gut, da hat es ein schwarzes Loch, da hat es Nebel, da hat es Planeten und Sterne und Pulsare und alles mögliche Zeug. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert, das Zentrum unserer Milchstraße im Detail zu verstehen. Vielleicht gibt es da irgendwas, mit dem wir das irgendwann mal noch diesen Überschuss erklären werden könnten. Damit haben sich aber die Kollegen von der Uni Chicago nicht hier zufrieden gegeben. Wir haben sich da nicht nur das Zentrum der Milchstraße angeguckt, sondern wir haben links und rechts davon geguckt. Hier habe ich Ihnen die Daten mal drüber gelegt. Sie sehen also auch hier ein Signal, sehr, sehr, das ist im Maßstab hier die Entfernung. Sie sehen hier also auch ein Signal in Gammastrahlen, höchst energetischen Gammastrahlen, das man nicht erklären kann momentan, das sehr, sehr, sehr weit weg von der Milchstraße immer noch vorhanden ist. Warum das sehr signifikant ist, weil es damit sehr viel schwieriger wird, alternative astrophysikalische Prozesse zu finden, die dieses Signal erklären könnten. Auch das könnte ein Signal sein, aus der Paarvernichtung der dunklen Materie, falls es dunkle Materie wäre, würde man erwarten, dass es abfällt, so wie es hier mit der gezogenen Linie angedeutet ist. Und Sie sehen also, das passt wunderbar. Könnte also auch hier bereits ein Signal der dunklen Materie sein.
Ja, und damit bin ich eigentlich am Ende von dem, was ich Ihnen aktuell so aus der Forschung berichten wollte. Ja, was Sie sehen, vielleicht so als Take-Home-Message ist, es gibt eine ganze Menge für sehr verschiedene Technologien, sehr verschiedene Experimente, sehr verschiedene Daten. Es gibt in vielen von diesen Bereichen Aspekte, die wir noch nicht ganz verstehen. Das ist das Wesen der Forschung, dass wir eben immer gerade an dem Bereich sind, wo wir eben nicht wissen, was Sache ist. Und vielleicht haben wir ja die dunkle Materie sogar schon auf unseren Festplatten. Und wir wissen es nur noch nicht wirklich. Es bleibt also sicherlich sehr spannend. Andererseits aber eben auch sind die Experimente, die wir heute haben, so mächtig, so empfindlich, dass wir unsere besten Modelle der dunklen Materie, ich habe Ihnen das Beispiel von dem Higgs-Feld erklärt, dass wir diese Modelle tatsächlich überprüfen können innerhalb der nächsten paar Jahre. Also das ist, denke ich, für mich eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Andererseits, wenn wir noch eins noch zum Aufräumen, da war eine Frage in der Pause auch, zu dem Large Hadron Collider, dem LHC am CERN, was ist denn da? Da hört man jetzt ja gar nichts mehr, nachdem wir das Higgs entdeckt haben. Na, da hatten wir Glück, dass man zurzeit nichts hört, der ist nämlich gerade in Wartung. Deshalb konnten wir hier auch diese Aufnahmen fürs Planetariumsprogramm diesen Sommer machen. Normalerweise, wenn der Large Hadron Collider in Betrieb ist, kann man hier natürlich nicht hin, weil da viel zu viel Radioaktivität produziert werden würde, die man ja an diesen Detektoren eben untersucht. Aber dadurch, dass der Detektor momentan gerade noch in Wartung ist und der kriegt gerade ein Upgrade, war das für uns natürlich eine tolle Gelegenheit. Der Detektor wird im Mai nächsten Jahres auch wieder anlaufen, der LHC, und dann bei doppelter Energie. Also das heißt, Sie können selbst doppelt so schwere Teilchen noch erzeugen. Ist damit auch sehr spannend, weil wir eben den Bereich weiter wieder um den Faktor 2 weiter vorschieben, den Bereich, in dem wir hier in die dunkle Materie vordringen können, wo wir die dunkle Materie untersuchen können. Also auch da, denke ich, ist der Sommer nächsten Jahres ziemlich spannend. Die ersten Ergebnisse der ersten Daten werden wahrscheinlich schon im Sommer nächsten Jahres veröffentlicht werden. Mal schauen, was es da gibt. Das bleibt sicherlich sehr spannend. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben noch Zeit für Fragen. Ja, bitte. Bei diesem ersten Indiz für die dunkle Materie, die Drehung der Galaxie, wie müsste denn da die dunkle Materie verteilt sein, also die Masse von ihr, damit das funktioniert, dass man sich mal Außenbezirk gleich schnell dreht? Hervorragende Frage. Die Frage war, jetzt sehen wir diese Rotationskurve der Galaxie, also die Galaxien drehen sich viel zu schnell und wir behaupten, das ist die dunkle Materie. Wie muss die dunkle Materie verteilt sein, damit es funktioniert? Und der Fachausdruck ist, die dunkle Materie müsste verteilt sein wie ein isothermaler Halo. Jetzt sind Sie so schlau wie vorher. Ein isothermaler Halo ist tatsächlich sehr angenehm. Das heißt, wenn die dunkle Materie einfach ein Block wäre, aus Gas oder eben aus dunkler Materie, der überall die gleiche Temperatur hätte, das ist eine sehr, sehr einfache Annahme, dann kriegen Sie automatisch das richtige Ergebnis. Also ist für uns eigentlich sehr schön, weil das heißt, wir verstehen, warum die dunkle Materie überall die gleiche Temperatur hätte. Das heißt, das würden wir sowieso erwarten und es kommt tatsächlich hinten auch richtig raus, Sie kriegen die richtige Rotationskurve. Das ist überhaupt das Tolle an dem Konzept der dunklen Materie. Sie haben im Programm nur drei Beispiele gesehen, die Strukturentwicklung, die Rotationskurve der Galaxien und Bullet. Ah ja, genau, natürlich, und der Bullethaufen, da gebe ich ja die kollidierenden Galaxienhaufen. Es gibt zwei Dutzend an ganz unterschiedlichsten Beobachtungen für die dunkle Materie. Von 3 Minuten nach dem Urknall, 300.000 Jahre nach dem Urknall, bis heute. Von dem Universum als Ganzen, dem Kosmos als Ganzen, über Galaxienhaufenstruktur, noch kleine Galaxien und selbst noch kleinere Objekte. Und das Tolle ist an dieser dunklen Materie, ist ein wahnsinnig elegantes Konzept. Es kann schon sein, dass die dunkle Materie keine Teilchen ist und irgendwas anderes, das wir noch nicht richtig verstehen. Also wir verstehen sie offensichtlich noch nicht richtig. Ja. Aber wenn Sie nur diese Annahme machen, dass es die dunkle Materie gibt, können Sie all diese wahnsinnige Vielfalt an Beobachtungen alle richtig erklären. Ohne dass Sie sich irgendwie verkrümmen müssen, dass man da jetzt irgendwie viele so Bells and Whistles einfügen müsste und hier noch eine Ausnahme, da noch Ausnahme. Es kommt einfach ganz natürlich richtig raus. Ist eine sehr, sehr tolle Sache des Konzepts der dunklen Materie. Ja, bitte. Ist dann die Verteilung der dunklen Materie auch der Grund, warum die newtonschen Gesetze trotzdem funktionieren? Ah, die Frage war, ist die Verteilung der dunklen Materie der Grund, warum die newtonschen Gesetze trotzdem funktionieren? Ja, das ist die kurze Antwort. Sie könnten,
es gab lange Zeit, bis vor etwa 10 Jahren, tatsächlich bis zur Entdeckung des Bullethaufens, immer noch die Überlegung, dass man vielleicht einfach nur die Newtonschen Gesetze modifizieren müssen. Ganz so einfach es ist nicht, sie müssten dann tatsächlich die Einsteins allgemeine Relativitätstheorie modifizieren und das wird schwierig. Aber diese alternativen Erklärungsansätze können heute die Vielfalt der Beobachtungen, die wir heute haben, nicht mehr erklären. Insbesondere zwei Beobachtungen, das eine ist aus der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, die das Spektrum, das sie dort sehen, und zum anderen eben den Bullethaufen. Ja. Das heißt, was die Wissenschaft heute eben sagt, nein, wir halten an den Newtonschen Gravitationsgesetzen fest, wir halten an der Einsteinschen Relativitätstheorie fest und führen dafür aber diese zusätzliche Materie ein, die uns die ganzen Ergebnisse dann eben doch auch sehr natürlich und sehr elegant erklärt. Ja. Und diese gleichmäßig verteilte schwarze Materie, die dreht sich dann auch mit der Galaxie. Ja, das ist eine ganz hervorragende Frage. Wie ist das jetzt, die dunkle Materie in der Galaxie, würde die sich mitdrehen? Wir gehen nicht davon aus, dass sie sich schnell mitdreht, und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass die dunkle Materie ein isothermaler Halo ist, also überall die gleiche Temperatur hat. Das heißt, sie haben so eine Maxwell-Boltzmann-Temperaturverteilung. Wenn Sie da eine Rotation drauf geben, dann funktioniert es nicht mehr. Das sehen wir bei der Sonne. Die hat auch nicht überall die gleiche Temperatur, kann sie nicht haben, weil sie ja rotiert. Also wir gehen eher davon aus, dass die Eigenrotation der dunklen Materie in der Milchstraße nicht wesentlich ist. Ja, bitte. Wie soll es in diesem kleinen Detektor, also Detektor zum Wechsel kommen, wenn es hoch auf 1 Kilometer Fels? Also eine ganz hervorragende Frage. Ja, also eine ganz hervorragende Frage. Die Frage war, wenn jetzt gehe ich mit meinem Detektor unter Tage in Gran Sasso und habe all die ganzen Abschirmungen, wie kann ich mir sicher sein, dass ich jetzt die dunkle Materie aus Versehen nicht auch abgeschirmt habe? Gibt es zwei Antworten. Die eine haben Sie schon selber gesagt, bei den Neutrinos funktioniert es so. Tatsächlich, Neutrinos sind dunkle Materie. Nur leider gibt es auch jede Menge davon, aber sie sind eben so leicht, dass sie nur ein verschwindend kleiner Anteil der dunklen Materie sind. Aber Neutrinos sind perfekte dunkle Materie, die wechselwirken nicht mit Licht, haben Masse, ist also genau das, was sie brauchen. Und bei Neutrinos funktioniert es, also tatsächlich Kollegen am Gran Sasso stehen auch so Neutrino-Experimente. Die zweite Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist, dass es nicht von vornherein klar ist, dass das funktionieren muss, aber man hat eben erstmal leicht angefangen vor 20 Jahren und hat diese Experimente in einem normalen Raum hier aufgebaut und haben eben keine dunkle Materie gesehen. Ja, da hatten wir dann einen relativ großen Heuhaufen noch, und dann hat man eben Schritt für Schritt, ist man dann eben über die Jahre weitergegangen und hat den Heuhaufen immer versucht kleiner zu machen, hat also das Experiment immer besser abgeschirmt. Das heißt, die Antwort auf die Frage, die zweite Antwort, die ich Ihnen geben kann, ist, man hat schon versucht, ohne die Abschirmung zu suchen, hat es aber auch nicht gesehen. Also das heißt, wir wissen heute, dass wir diese Abschirmung haben können, weil wenn die dunkle Materie sich abschirmen lassen würde, hätten wir sie eben vor 10 Jahren in Detektoren entdecken müssen. Nach was für einem Wechselwirkung zu Die Frage war aber, nach was für eine Wechselwirkung suchen wir? Da gibt es verschiedene Experimente, und die, je nachdem, was Sie für ein Experiment machen, gibt es eine andere Antwort. Wenn Sie die hier eben im LHC sind, da ist die Antwort nach allen. Also da können Sie eine elektromagnetische Wechselwirkung haben oder eine schwache Wechselwirkung oder eine starke Wechselwirkung oder eine Wechselwirkung über das Higgsfeld. Das ist eine fünfte Kraft sozusagen, die wir heute entdeckt haben, das Higgsfeld. In meinem Experiment, nach was für eine Wechselwirkung suche ich, ist mir eigentlich wurscht, um ganz ehrlich zu sein, solange ich irgendeine Wechselwirkung habe. Also meine Theoriekollegen, die machen natürlich Modelle und die schreiben tatsächlich die Formeln hin für ganz bestimmte Wechselwirkungen, also zum Beispiel über das Higgsfeld oder zum Beispiel über die B- oder Z-Bosonen, die schwache Wechselwirkung. Es gibt auch sogenannte dunkle Photonen, wo man sagt, naja, vielleicht gibt es eine dunkle Kraft und ich wechselwirke über so eine ganz neue dunkle Kraft. Das freut die Theoretiker, die sich da die Modelle ausdenken. Ist mir eigentlich wurscht, solange die Vorhersage von diesen Modellen wäre, dass ich ein Signal sehen könnte. Also das Einzige, was ich in meinem Detektor brauche, ist, dass die dunkle Materie eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeit hat, dass es eben vielleicht ab und zu mal doch an meinem Atomkern oder auch an den Elektronen mal streut. Ja, ich würde vielleicht noch eine Frage nehmen und dann die Runde hier beenden. Und dann können wir aber natürlich draußen auch noch weitermachen, weil ich bin ja noch da. Aber ich möchte Sie nicht zu lange hier gefangen halten. Wenn Sie erfolgreich sind mit Ihrer Forschung, was wäre der nächste Schritt?
eine fantastische Frage. Was wäre, wenn wir erfolgreich wären? Also warum ist es überhaupt interessant? Die ganz ehrliche Antwort, die können Sie schon raten. Keine Ahnung. Ja? Wir wissen nicht, was die dunkle Materie ist. Wie kann ich dann wissen können, was man machen kann, wenn ich die dunkle Materie entdeckt habe? Weiß ich nicht. Es gibt verschiedene sehr gute Gründe, warum man da trotzdem dran forschen sollte. Zum Ersten, der erste Grund, warum man diese Forschung machen sollte, ist, Sie sind alle hier, es ist interessant. Ja? Und Sie haben es gehört, es ist nicht wirklich teuer, ja, 2 Cent, naja. Der andere Grund ist, dass es in der Ausbildung, das ist einfach was für mich persönlich wichtig, in der Ausbildung an der Universität stelle ich fest, dass die dunkle Materie wahnsinnig gut geeignet ist, um die Studenten dazu zu motivieren, auch abstrakte Konzepte, zum Beispiel der Quantenmechanik oder der klassischen Mechanik sogar, eben zu lernen und hier anzuwenden. Also es ist auch ein tolles Lehrmedium, weil es eben interessant ist. Die Detektoren, die wir bauen, haben Anwendungen in anderen Bereichen, der Medizintechnik, gerade zum Beispiel die PET-Scanner, die kann man mit Xenon verbessern, wie es der Zufall so will, oder den Teilchendetektoren, wenn sie heute, Neutrinos, was macht man mit Neutrinos? Heute steht in Südkorea ein Neutrino-Detektor, da wird geguckt, ob Nordkorea auch wirklich keine Atombomben zündet, weil man damit nach Neutrinos von Atombomben sucht. Ja? Also sind so ein bisschen zugegebenermaßen momentan noch obskure Anwendungen, aber die gibt es auch jetzt schon zumindest für Neutrinos. Dann gibt es aber eine Sache, wenn ich die dunkle Materie entdeckt habe, dann weiß ich, was ich damit machen kann, und das ist, ich kann damit das Geschichtsbuch der Milchstraße lesen. Was heißt das? Die Milchstraße hat eine recht turbulente Geschichte in ihrer Entwicklung. Da sind andere Galaxien oder andere Sternenhaufen in die Galaxie geknallt und haben da so richtig kräftig rumgerührt. Und von diesen Kollisionen sehen wir heute eigentlich nicht mehr so wirklich viel. Das hat sich über die Jahrmillionen einfach rausgemittelt. Aber in der dunklen Materie, die dunkle Materie wechselwirkt ja nur sehr schwach, während die Übrigbleibsel, die Signaturen dieser Kollision immer noch in den Phasenräumen abzulesen. Das heißt, wenn ich die dunkle Materie lesen könnte, dann könnte ich im wörtlichen Sinne sozusagen das Geschichtsbuch der Milchstraße lesen. Ich könnte schauen, wann gab es da wie viele von wo Kollisionen mit anderen Galaxien. Also das ist eine Anwendung, die ich weiß, dass ich es machen kann. Selbst wenn ich nicht weiß, was die dunkle Materie ist, weiß ich, dass ich diese Anwendung schon habe. Aber dann gibt es eben auch noch einen ganz anderen Aspekt. Und das ist der, tatsächlich, ich hatte es ja im Beispiel der Antimaterie ein bisschen angedeutet. Vor 100 Jahren war die Antimaterie komplett obskur, war was für die Universitäten teuer, nutzlos, weil kann man nicht anlangen. Und 100 Jahre später, 50 oder 100 Jahre später, hat jedes Krankenhaus eine Anwendung für die Antimaterie. Das hatte der Herr Dirac, als der die Antimaterie postuliert hat, bestimmt nicht im Sinn, dass man damit Krebstherapie machen kann. Das hat sich eben so entwickelt. Also es stellt sich in der Grundlagenforschung immer wieder raus, dass wenn man nun einen langen Atem hat, also mal über 50 Jahre oder 100 Jahre mal wegsehen kann und nicht immer gleich nächstes Jahr, wenn die nächste Aktionärshauptversammlung ist, eine Anwendung braucht, dass sich dann über so Jahrzehnte doch sehr, das ist Fortschritt, ne? So funktioniert es, tolle Anwendungen herausgeben können. Was die sein werden für die dunkle Materie, müssen wir sehen. Und ich gebe Ihnen aber noch, vielleicht als Schlusswort, noch eine ganz andere Antwort. Ich habe wiederum hier eigentlich immer nur über einzelne Teilchen geredet, und es scheint sehr abstrakt, dass die dunkle Materie, wenn man so ein Spektrum sieht und das so ein Buckel lernt im Spektrum, meine Güte, was soll's. Ja. Die dunkle Materie, es gibt aber 5-mal mehr dunkle Materie als normale Materie. Ist es denn so schwer, sich vorzustellen, dass vielleicht das dunkle Universum, das wir noch nicht kennen, auch 5-mal so schön ist wie das Universum, das wir kennen, auch 5-mal so komplex und auch 5-mal so interessant? Damit möchte ich Sie heute Abend entlassen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich bleibe noch da, wenn Sie weitere Fragen haben. Dankeschön. Modelle in den einfachsten Vorstellungen, die wir uns ausdenken können, und versuchen, diese einfachsten Vorstellungen zu überprüfen. Das ist die wissenschaftliche Methode. Fängt nicht gleich an mit was sehr Kompliziertem, man fängt immer erstmal mit einem sehr Einfachen an. Und deshalb hören Sie mich häufig reden über das dunkle Materieteilchen oder ein dunkles Materieteilchen. Das muss aber sicherlich gar nicht der Fall sein. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es Dutzende, Hunderte, Tausende, weiß kein Mensch,
verschiedene Teilchen der dunklen Materie gibt. Wenn man sich das klar macht, im Universum bestehen ja nur etwa 4-5% der Materie, der Energie im Universum bestehen aus Sachen, die wir kennen. Das Periodensystem der Elemente sind 4-5%. Und um dieses Periodensystem der Elemente zu erklären, naja, da brauchen wir die Protonen, die Neutronen, also die Quarks, dann die Elektronen, die Myonen, die Taus, die Neutrinos, diese ganzen Kraftteilchen, das Higgs-Boson, und haben Sie vielleicht alles schon gehört. Es ist wahnsinnig komplex, unsere Natur um uns herum. Und jetzt komme ich daher und sage, naja, es gibt 5-mal mehr Materie im Universum als das, was ich kenne. Es ist beinahe vermessen anzunehmen, dass das nur aus einem Teilchen besteht. Nichtsdestotrotz ist das momentan so der Status, auf dem wir sind. Wir wären ja schon froh, wenn wir dieses eine Teilchen finden können. Wenn sich da natürlich eine ganze Welt ergibt, die wir eines Tages vielleicht erforschen können, das wäre natürlich noch viel schöner. Ich habe hier noch ein paar Bilder. Was ich zunächst machen möchte, ich werde immer wieder gefragt, wie funktioniert jetzt eigentlich mein Experiment? Wie kann ich ein Experiment bauen, mit dem ich versuche, der dunklen Materie auf die Schliche zu kommen? Und dazu darf ich Sie erst nochmal entführen in den Gran Sasso. Wir haben hier so das Programm. Ja gut, einen schönen guten Abend nochmal und schön, dass Sie immer noch da sind, dass Sie sich noch nicht verloren haben. Ja, das Universum ist voll mit dunkler Materie und stellt uns vor ein großes Rätsel, oder wenn Sie Teilchenphysiker sind wie ich, dann stellt sich vor eine große Herausforderung. Die Frage ist, wie kann ich rausfinden, aus was dunkle Materie besteht? Wir wissen also, das haben Sie im Programm auch gesehen, es gibt diese dunkle Materie überall um uns rum, konkret in sowas, also wir wissen, die Masse, die wir haben an dunkler Materie hier in diesem Raum, haben wir etwa so viel Masse, wie ein Proton schwer ist, also ein Wasserstoffkern schwer ist, in dem Volumen von Ihrem Daumen. Das ist nicht besonders viel, so ein Wasserstoffatom mehr oder weniger in Ihrem Daumen, das macht einen Braten auch nicht fett. Aber da dürfen Sie nicht verkennen, dass wir natürlich hier auf der Erde in einem sehr, sehr, sehr speziellen Ort im Universum sind. Allein wenn Sie schon 10 oder 100 Kilometer nicht nach Süden oder Osten fahren, sondern nach oben, dann sind Sie im Vakuum des Weltalls und dann tatsächlich macht dieses Wasserstoffatom pro Daumengröße doch wirklich einen großen Unterschied. Wie kann man sich dunkle Materie vorstellen? Wissen wir nicht. Was wir momentan machen in der Forschung ist, wir sagen, okay, wir fangen mal an mit den einfachsten. Haben wir eigentlich sehr tolle Aufnahmen gemacht, wie ich finde, eine Videoaufnahme. Das ist eine wahnsinnig schöne Berglandschaft zum Wandern, die auf Utzen. Kann ich sehr empfehlen. Wir haben also die Kamera aufgebaut und eine Timelapse eben gemacht von dieser Aufnahme. Vorne auf 1 Uhr ist ein kleiner Schäferhund, da müssen Sie aufpassen, wenn Sie in den Nationalpark wandern gehen und Sie kommen aus Versehen in eine Schafsherde. Nicht gesund. Also ich wandere immer mit Pfefferspray gegen die Schäferhunde. Ja, dann haben wir das eben laufen lassen und waren eigentlich schon ganz glücklich, haben gesagt, wunderbar, das packen wir auf jeden Fall ins Programm rein. Und dann wurde es nur noch besser, weil dann ist ein Ungewitter aufgezogen. Die Aufnahme, die Sie hier sehen, die zieht sich in Echtzeit über vielleicht mehr als eine Stunde. Und dann hat es angefangen zu blitzen. Michael, der hinten sitzt und die ganze Technik macht, den wurde es da ein bisschen mulmig. Also vorne da so ein paar hundert Meter von einem den Blitz einschlagen sieht. Und trotzdem fanden wir es eigentlich super, weil das auch so ein toller Übergang ist von hell auf dunkel und unterm Strich muss man es aus dem Programm doch rausschmeißen. Das ist halt immer so die Sache, wenn wir das machen. Gut, sind wir im Gran Sasso, wollen wir uns das Untergrundlabor anschauen. Hier, das ist der Corno Grande, 3000 Meter, über 3000 Meter. Toller Wanderberg auch hier im Winter letzten Jahres. Und Sie fahren da also in dieses Untergrundlabor mit dem Autobahntunnel. Das ist wahnsinnig bequem für uns natürlich, wir können mit dem LKW reinfahren. Heißt für Sie aber auch, wenn Sie da mal im Urlaub sein sollten, schicken Sie mir eine E-Mail, können wir gucken, ob wir es Ihnen ermöglichen können, dass Sie sich das Untergrundlabor selber mal anschauen. Sie fahren also in die, zudem kommen Sie hier durch so einen kleinen Gang, das sehen Sie hinten rechts. Wenn Sie schauen, da steht so groß dran Xenon und diese Hütte, und in dieser Hütte hat es es glänzt. Wir wollen mal in diese Hütte reingehen und mal schauen, wie es da drin aussieht. So. Und was Sie sehen ist, naja, so eine Eingangstüre hier mit der großen Türklinke, rechts kommen Sie rein. Und das hier ist also jetzt das eigentliche Experiment. Und jetzt sagen Sie, naja, also gut, warum sind wir unter Tage?
das wurde im Programm ja auch erwähnt. Wir gehen unter Tage. Wir versuchen Teilchen der dunklen Materie nachzuweisen. Und das heißt, wir suchen ein bisschen die Stecknadel im sprichwörtlichen Heuhaufen. Stecknadel ist unser dunkles Materieteilchen und der Heuhaufen sind alle möglichen anderen Teilchen natürliche Radioaktivität, die um uns herum ständig mit uns wechselwirken. Radioaktivität ist was ganz Natürliches, gibt es überall und ein bisschen was davon tut uns auch gar nichts. Die meiste Radioaktivität hier in diesem im Oberschwaben oder sonst wo, wo sie normalerweise sind, ist die sogenannte kosmische Höhenstrahlung oder wenn Sie es ein bisschen mit den Teilchen haben, das sind Myonen aus der kosmischen Höhenstrahlung. Das ist die meiste Radioaktivität. Von der bleibt hier unter Tage nichts mehr übrig, die haben wir abgeschirmt. Aber jetzt sind wir natürlich einen Kilometer tief im Berg, 5 Kilometer tief im Berg, 1 Kilometer tief unter Tage. Sie kennen das aus Ihrem Keller. Im Keller muss man gut lüften. Na, warum ist das? Was war im Keller? Warum muss man Keller immer gut lüften hier? Radon, vielen Dank. Ja, wegen dem Radon, das ist auch ein radioaktives Gas. Und natürlich jede Menge zum Autobahntunnel in dieses Untergrundlabor. Das Untergrundlabor selber wurde auch gebaut, als die Autobahntunnels gebaut wurden. Die Wissenschaft ist üblicherweise nicht so viel Geld da, dass man solche Tunnels nur für die Wissenschaft baut. Sie sehen, da gibt es so drei, also die von ganz links nach ganz rechts, die beiden. Von ganz links nach ganz rechts sind die beiden Autobahntunnels und in der Mitte des Labors hat diese drei großen Hallen, ich zeigte gerade die eine, die zweite und die dritte, die sind nicht zufällig so ausgerichtet, die zeigen zum CERN andere Experimente, die dort untergebracht sind, die versuchen zum Beispiel Teilchen, konkret Neutrinos, die im CERN produziert werden, hier am Gran Sasso nachzuweisen. Für Klaustrophobische ist das eigentlich ganz angenehm, weil sie haben jede Menge Ausgänge. Also das Labor selber hat 3 Ausgänge zum Autobahntunnel und die beiden Röhren sind auch alle paar hundert Meter durch Tunnels, Quertunnels miteinander verbunden. Das einzige Problem ist, wenn da jetzt mal wirklich was wäre, müssen sie 5 Kilometer, egal in welche Richtung, rennen. Das dauert ein bisschen. Ja, so sieht es im Labor aus. Also dieser Tunnel ist der Haupttunnel, da können Sie wirklich mit dem Laster reinfahren. Die großen Hallen natürlich abgetrennt ist da aus Feuergründen mit diesen großen Stahltoren, das ist ein bisschen wie ein James Bond-Film, da reinfährt oder sich das Labor selber anschaut. Das Experiment, an dem ich, wir haben 2 verschiedene Experimente, die ich Ihnen vorstelle. Das eine ist ein kleineres Experiment,